Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Samstag, den 15. September. Vier glückliche Leser können die Stars des kommenden Altstadtfestes ganz privat erleben. Die Hake verlost 2x2 Backstage-Karten für die Konzerte von Dante Thomas und Henning Wieland. Hinter der Bühne werden die Organisatoren vom Nienburg Service und Vertreter der Heimatzeitung ein Treffen mit den Musikern organisieren, bei dem die Gewinner sich mit Thomas und Wieland unterhalten und gemeinsam Fotos machen können. Mit einem Sommerfest hat die Kreiswirtschaftsförderung, kurz WIN, am Freitag ihr 10-jähriges Bestehen im Blattpavillon der Deuler in Nienburg gefeiert. Landrat Detlef Kohlmeier und der neue WIN-Geschäftsführer Rainer Hesse haben über Geschichte, Philosophie und Bedeutung der WIN für die Wirtschaft im Kreisgebiet gesprochen. Vor 3 Jahren wurde ein Dolmetscher im Polizeikommissariat Stolzenau niedergestochen und schwer verletzt. Jetzt verklagt der 52-jährige Nienburger das Land Niedersachsen auf Schmerzensgeld. Er sieht eine grob fahrlässige Pflichtverletzung der Beamten. Die Stadt Nienburg will das Lochfraßproblem in den Ortsteilen Erikshagen-Wölpe und Holthoff jetzt mit einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt angehen. Voraussetzung für die Umsetzung ist eine öffentliche Förderung, die akquiriert werden muss. Das hat der Bauausschuss empfohlen. Zum Sport. Er dribbelt, er fummelt, er trifft und verzaubert seine Trainer. Alexandro Hinz ist ein begnadeter Nachwuchskicker aus Marklohe, steht bereits unter der Beobachtung von Hannover 96 und Real Madrid, ist aber gerade mal 8 Jahre jung. Aktuell schnürt er für die U9 des TSV Havelse die Stollenschuhe. Der TSV Loccum hat sich einvernehmlich von Trainer Dietmar Schönbeck getrennt. Nach 5 Niederlagen in Folge hatte Schönbeck diesen Weg selbst angeregt. Nun wird als Interimslösung Burkhard Wesemann, unterstützt von Kapitän Patrick Nürge, an der Seitenlinie stehen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de.